Ja, hallo Taschenmesserfreunde. Heute schauen wir uns zwei richtig alte Taschenmesser an. Das kennt ihr vielleicht, das habe ich schon mal in einem Video vorgestellt vor ewigen Zeiten. Das ist mein altes Armeemesser. So sieht ein Messer aus nach einem Jahr bei den Panzergrenadieren. Im unentwegten Einsatz auf fünf Truppenübungsplätzen und sonstigen Aktivitäten. Hat ein bisschen gelitten, ja, das war hier so ein günstiges Messer aus dem Tabakwarengeschäft, ne? Topfer Tapaco steht da sogar noch drauf. Mir ist was Neues wieder entgegengeflogen. Meine Frau findet echt alles. Ein Sperber Knife. Habe ich auch noch nie gehört oder gesehen, die Marke. Ist auch schon alt. Kommt aber noch hier in dieser ganz brauchbaren Lederscheide. Und die ist ähnlich aufgebaut, so im Stile eines Buck-Klons. Hier sogar noch etwas klassischer am Back dran, schön mit Holzgriffschalen, Messing. Hat hier auch so eine Stempelung auf dieser Feder, die hier hinten weit rausschaut. Hier ist auch irgendwas drauf. Das kann ich gar nicht erkennen, was das sein soll. Auch irgendwie zeigen, das steht hier auch so weit drüber wie das hier. Was hier krass ist, auf das Ding müssen schon brutale Kräfte gewirkt haben. Schaut mal, wie diese Feder durchgebogen ist. Also, aber da sieht man mal, was diese Dinger aushalten. Wenn hier solche Kräfte wirken, dass sich hier schon die Feder verbiegt und trotzdem das Messer noch funktioniert. Dadurch hat diese Klinge jetzt natürlich ein Spiel bekommen, ne? Auf, ab ein bisschen. Ja, man müsste die Feder wieder ein bisschen zurückkloppen können, aber ich denke, das wird nicht funktionieren. Dadurch hat diese Klinge halt ein bisschen Spiel links, rechts, hoch und runter, aber sie verriegelt noch. Es funktioniert noch. Sehr stark gebraucht. Ja, die Spitze hat schon was abgekriegt, ne? Das ist ein altes Messer. Hier ist auch nochmal Sperber und CR-Stahl, also Chromstahl. Sollte dann einigermaßen rostfrei sein hier, CR-Stahl. Obwohl lustigerweise dann da direkt, wo noch CR-Stahl drin ist, ein bisschen Flugrost drin oder sowas. Messingbacken, die sind auch wohl schon mal etwas schlecht als recht sauber gemacht worden. Also wenn Messing so gut sauber zu machen ist wie Bronze, dann habe ich einen Tipp für euch. Nehmt Zitronensaft, mischt es mit Backpulver und dann auf ein schönes Tuch oder ein bisschen raues Tuch. Da kann man wunderbar Bronze damit sauber kriegen. Muss ich mal probieren, ob das so mit Messing funktioniert. Ein Sperber. Jo, hat aber wie ein Back gute Handlage. Ist auch ordentlich groß. Muss man mal noch ein bisschen die Schneide wieder aufarbeiten. Mal hier Flachschliff. Naja, die Schneide braucht ein bisschen eine kleine Kur. Schauen wir mal, was die alten Brocken wiegen. Aber es funktioniert noch. Ich sag mal so, für den Werkzeugkasten ist das noch okay. Gramm. Das Topfoot Tobacco Knife. 178. Okay. 10 Gramm weniger. Ist auch ein bisschen schlanker. Ich denke, da ist einfach mal 10 Gramm weniger am Griff durch die Aussehung. Der ist wesentlich schlanker, der hier. Was Maria immer wieder findet im Sekthändler, ist echt lustig. So, was haben wir hier? 95 mm Klinge. Gesamtlänge 22. Das hat das alte Tabakmesser. Ja, die Klinge vielleicht ein bisschen kleiner und auch 21,5. Minimal größer das Teil. Da sieht man sehr. Könnt man drunter schreiben, habt ihr schon mal was von der Marke gehört? Sperber. Als sie mir das geschickt hat, dachte ich noch, ich habe ein schlechtes Foto von gesehen, also ich so habe ich geschrieben, ja gut, bring mal mit. Dachte ich, das ist Gerber. Erst dann in echt habe ich es dann gesehen, dass es ja Sperber heißt. Und man sieht noch schöne Sperber am Rütteln. Rüttelflug. Ja. Ah, immer wieder lustig, was einen hier so dann als wieder an alten Messer zu einem findet, wenn sich mal so rumspricht, dass man Messer Freak ist, kommen alle auf einen zu, sagen, ich weiß, wo gibt es noch alte Messer und da gibt es hier, ich habe mal was Altes und hier und auf dem Trödlermarkt findet man immer wieder was.
Ja, Sperberknife, würde mich mal interessieren, ob da schon mal jemals jemand was davon gehört hat. Ich muss sagen, für mich war die Marke jetzt heute auch neu. Ne? Also habe ich gedacht, muss ich wieder mal was Altes in die Kamera halten. Altes Armeemesser und hier neu ein Sperber in ja, sehr gebrauchtem, rustikalem Zustand. Ja. Schreibt mal drunter, ob ihr das kennt. Danke, ciao.